Es ist soweit. Florian, gleich wirst du etwas tun, was es so noch nie gegeben hat, nämlich über die Donau schweben. Ja, hoffen wir, das klappt auch. Aha. Ja. Also, der Schneider von Ulm hat es nicht geschafft. Nein, der ist vor 200 Jahren gescheitert, genau an der Stelle hier. Und hat sich ein Flugapparat gebaut. Und ich werde heute etwas probieren, etwas Ähnliches, aber eben ohne einen Flugapparat. Also einfach die Arme ausbreiten und über die Donau schweben. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, also ein bisschen aufgeregt bin ich auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin und es ist einfach wie jedes Mal, wenn man etwas Neues macht. Es ist spannend, man hat Herzklopfen und ich hoffe natürlich, dass es genauso klappt, wie ich es mir wünsche. Also, die Wette gilt. Okay. Oh, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob er es wirklich schafft. Aber ich drücke ihm auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Schwebt echt. So, jetzt muss ich mich aber hier losreißen, rüber aufs andere Ufer, um den Florian da zu empfangen. Ich habe echt nicht gedacht, dass er es hinkriegt, aber er hat es geschafft. Das war unsere Expedition in die Heimat aus der Stadt der Superlative. Keine Seile, nichts vom Himmel, wie man sieht, nichts von hinten. Keine Stange, kein Nix, kein Stuhl, nee. Ja, der Mann ist geschwebt über dem Boden, es war ein Wunder.